Wir gehen jetzt ins Video rein. Okay. Weißt du, was das hier ist, Hannes? Kann ich dir ganz genau sagen. Was denn? Nitritpökelsalz gemischt mit Phosphat. Und was machen wir damit, Johannes? Wir werden diesen Schweinebraten, diesen Krustenbraten pökeln. Phosphat ist übrigens nicht giftig oder ähnlich, ist auch keine schlimme Chemikalie. Phosphat wird aber benötigt, das hat mir Carsten, unser lieber Metzgermeister, erklärt, wird bei Bratwurst zum Beispiel auch benutzt, aber auch beim Pökeln gerne benutzt und sorgt dafür, dass mehr Flüssigkeit, also mehr Fleischsaft im Fleisch bleibt. Deswegen sind auch oftmals, wenn man so einen gepökelten Braten isst, die Dinger beim Anschneiden so richtig saftig. Kassler zum Beispiel ist ja auch so gepökelt. Ja. Wenn du den anschneidest, ist der meistens so richtig saftig und auch beim Reinbeißen hast du immer dieses Saftgefühl und das kommt, weil im Pökelsalz Phosphat mit drin ist. Deswegen nennt man die Bratwurst ja auch den Phosphatschlauch. So habt ihr vielleicht schon mal gehört? So wenn nicht, dann jetzt. Und das, was wir heute machen werden, ist Krustenbraten zubereiten. Haben wir schon ein paar Mal auf diesem Kanal gemacht. Aber was wir noch nie gemacht haben, ist den halt vorher gepökelt. Denn man kann Krustenbraten gepökelt und ungepökelt kaufen. Und wir erhoffen einfach, dass er dadurch noch saftiger wird und vielleicht sogar die Kruste von vornherein schon besser wird, weil sie eben in dieser Salzlake liegt. Genau, ja, das ist sicherlich auch noch eine spannende Sache für uns, zu gucken, ob die Kruste euch besser wird. Kurze Frage an dich, Julian. Ja? Du hast das ja hier so liebevoll, sollen 1,8 Liter Wasser sein, das ja. haben wir vorher schon mal ausgemessen. Gehört diese schöne Karaffe mit dazu? Ja, dann sind es 1,8. Ah, also 1,6 habe ich drin, jetzt sind es 1,8 Liter Wasser. Wie gesagt, wir haben das ausgemessen, ihr müsst das natürlich anpassen an die Schale, die ihr verwendet. Wenn ich diesen Braten in einer Badewanne zum Beispiel einlegen wollen würde später, dann bräuchte ich wahrscheinlich 50 Liter Wasser. Ja, okay. Bei einer großen in einem Schwimmbad bräuchte ich wahrscheinlich 10.000 Liter Wasser und in dieser Schale reichen mir 1,8 Liter Wasser. Ja. Du hast manchmal so komplexe Gedankengänge, die mich sehr erfreuen. Jetzt kommt's ja. Ich mische das erstmal an. Wir vermengen das erstmal und rühren gut durch. Hast du gesagt, wie viel was ist? Sage ich jetzt, es sind 126 Gramm Nitritpökelsalz mit Phosphat vermengt. Wie viel Phosphat genau drin ist, kann ich nicht sagen. Aber es ist Phosphat mit drin. Ich glaube, wenn ihr zum Metzger geht und da mal fragt, könnt ihr sowas kriegen, ne? Garantiert. Ein guter Metzger wird das fertig machen. So, ich rühre mal ganz kurz durch. Wie kommt diese Menge zustande? Hast du das gesagt? Kann ich jetzt sagen. Ja, mach mal. Was soll ich sagen? Okay. Wenn du jetzt noch Ruhe gibst, dann kann ich auch was erzählen. Die Menge Nitritpökelsalz hier drin, diese 126 Gramm, sind im Übrigen nicht willkürlich gewählt, sondern brauchen wir eine Pökellake, die 6-8% Salzanteil hat. Wir haben uns für die goldene Mitte 7% entschieden. Das heißt, auf 1 Liter brauche ich 70 Gramm Salz. Das heißt, auf 1,8 Liter brauche ich 126 Gramm Salz. Sehr gut, ich hoffe, du hast dich nicht verrechnet. Das ist Dreisatz. Ich werde nicht in der Lage, es nachzuprüfen. Ein einfacher Dreisatz, das wird schon stimmen. Und wenn nicht, möchte ich, dass niemand in den Kommentaren das erwähnt. Genau. Ihr sagt einfach, das bleibt unter uns, okay? Ihr schreibt in die Kommentare, Klasse Dreisatz. Sowas. Klasse Dreisatz. Ich möchte noch eine Sache erwähnen. Ja? Jetzt haben wir das hier angerührt, 1,8 Liter und... Achtung, ich habe die Anweisung bekommen. Ungefähr 25% der Flüssigkeit müssen in diesen Braten gespritzt werden. Jetzt kommt nämlich meine Frage. Wenn ich diesen Braten nicht in dieser kleinen Schale einlegen würde, sondern in einem Schwimmbad, wo ich 10.000 Liter Wasser brauche, um ihn einzulegen, müsste ich dann 2.500 Liter Pökellake in diesen 2 Kilo schweren Braten spritzen? Das ist eine gute Frage, Johannes. Oder? Habe ich mich gefragt. Wie du das vorbereitet hast, ne? Ja, muss man ja mal stellen dürfen, die Frage. Jetzt erzähle ich euch noch was. Das hat Carsten uns auch erklärt. Also, wir haben hier, bevor ich jetzt anfange, ein Stück Krustenbraten, ja? Kleineres Stück. Ach so, Krustenbraten. Ihr seht hier eine richtig schöne Fettauflage. Das ist ein Stück vom Schwarzwälder. Das nennt sich bei dem Prime Pork. Das ist also wirklich auch eine sehr, sehr gute Fleischqualität, die so leicht nussigen Geschmack hat, wie ich finde. Mhm. Und man muss sich ein Spritzmuster ausdenken, das ist ganz entscheidend manchmal und hier auch und dementsprechend guckt man, okay, ich möchte ja möglichst später beim Aufschneiden überall diesen leicht rote Verfärbung haben. Ja, das Gepökelte. Und wenn ich jetzt so reingehe bei dem kleinen Stück, habe ich schon ein Problem, das heißt, ich gehe jetzt seitlich rein und ziehe die Spritze immer weiter raus und das ist eine Spritze, vielleicht kann man das sehen, ich weiß nicht, ob Alex das auf der Kamera aufkriegt, die hat so ganz viele kleine Löcher in ihrer Tülle hier oben drin. Ja. Und die haben wir bei uns auch im Shop drin, die könnt ihr mit verschiedenen Tüllen quasi, sind die dann immer dabei. Aber zum
Pökeln eignen die sich, glaube ich, am besten. Richtig, weil wir eben nicht nur vorne punktuell Flüssigkeit rauslassen, sondern rundherum sozusagen. Und wenn Julian gleichzeitig so ein bisschen zieht und durchsticht, dann erzielt er hoffentlich eine schöne Verteilung über der gesamten Fläche. Das werden wir aber erst beim Anschnitt sehen. Also erst beim Anschnitt könnt ihr... Perfekt. Und auch wir beurteilen, ob es uns gelungen ist oder ob wir hier an dieser Stelle total versagt haben. Das, genau, das ist dann sozusagen nachprüfbar. Und ich probiere jetzt hier wirklich mal ganz ordentlich zu arbeiten. Wir haben mich vorhin schon einmal einen Braten vorbereitet. Und da habe ich es genauso mit der Schale falsch gemacht. Oh ja. Aber ich glaube, du hältst mal schön fest. Ne? Ja, ja. Im Teamwork geht das noch ein bisschen besser wahrscheinlich. Also da ein bisschen Zeit lassen und Stück für Stück injizieren. Das sieht schon gut aus. Passt. Also jetzt ist es ein richtiger Wonneproppen geworden. Ja, der ist auch Spannung. Und jetzt packen wir den hier zurück. Genau. Soll ich wie mit rum, der Schwarte... Wie rum ist egal. Ist egal, ne? Ich würde sagen, ist egal. Mach die Schwarte einfach nach oben. So. Passt. Er sollte bedeckt sein. Guck mal, das passt. Oh, aber guck mal. Er schwimmt jetzt leicht. Er schwimmt jetzt leicht. Was er normalerweise passen, ungespritzt natürlich nicht machen würde. Vielleicht ein bisschen Luft mit reingehauen. Ja, höchstwahrscheinlich. Wer weiß es. Egal, ich mache eventuell ein bisschen Gewicht oben drauf. Nee, ist doch gut. Die Schwarte muss ja nicht komplett schwimmen. Ja, passt. Also die Schwarte ist so feucht und kriegt Flüssigkeit ab. Die muss nicht komplett unter Wasser sein. Das ist so perfekt. Sehr gut. Das wandert jetzt in den Kühlschrank. 24 Stunden. Durchziehen lassen. Und dann grillen wir das gleich. Gut. Johannes, super. Das ist wirklich gut gemacht. Top. Auch diesen Badewannenvergleich. Das hat mir einfach am besten gefallen. Jetzt ist hier Achterbahn. Ich erkenne auch direkt was auf den ersten Blick. Ja, wir holen ihn mal raus. Warte mal, wie geht das am besten? So? Mit der Hände. Du machst. Ja, ich mach das. Mir ist das zu kalt heute. Also Leute, ich habe ja so großkotzig gesagt, das ist nicht schlimm, wenn der da nicht, das passt schon. Aber man sieht ja, oh Alter, krass, ne? Man sieht jetzt schon hier oben eine Stelle, die eben nicht unter Wasser war, wo die Schwarte noch aussah wie vor, oder aussieht, wie sie vorher ausgesehen hat. Mhm. Und die Schwarte, die komplett in der Lage war, ist schneeweiß geworden. Genau. Im Übrigen auch der Braten, die Farbe des Fleisches. Ich meine, wir haben jetzt ungefähr 22 Stunden es liegen gehabt. Für euch sind es hier nur ein paar Sekunden. Das heißt, jeder, der das Video guckt, wird es besser sehen können, den Vergleich. Aber ich behaupte, dass sich auch die Fleischfarbe verändert hat. Ja, auf jeden Fall. Ist definitiv so. Das kann ich schon sagen. Das ist so. Die ist aber er ist immer noch so ein bisschen moppelig, ne? Was ist er? Ein bisschen moppelig, so wie du. Ja, ja, klar. Hm? So. Jetzt gucke ich mal, ob das funktioniert. Ich wollte nämlich die Schwarte einschneiden. Und normal ist es ja so, wenn die Schwarte ein bisschen aufgeweicht ist, kann man die besser einschneiden. Aber ich spüre schon, dass die hier sehr, sehr hart ist. Ja. Von daher, ich gucke mal, ob ich da ganz gut durchkomme. Also ist die wirklich noch sehr hart oder fühlt sie sich nur so? Okay, krass. Aber ist tatsächlich gut machbar. Ah, nicht zu tief. Ja, so ist gut. Ja, sieht nur aus, als würde ich doll aufdrücken, aber... Ja, ja, ja. So, ich schneide mal ganz kurz eine Raute rein. Sieht am Ende optisch ein bisschen besser aus und dann... Mach mal. Ne? Hauptsache, man verschneidet sich nicht. Ja. So, ja, hast du fein gemacht. Geht doch, oder? Ja, klasse. Also geht halt nur mit einem besonders scharfen Messer, kann ich euch sagen. Oh. Hier oben war es auch deutlich anstrengender als hier. Ja? Du bist vertrieblich, bist du echt der Agent Super Null. Hier steht Repeat und so drauf. Das sind unsere eigenen Messer, die sind sehr, sehr scharf. Hier, ey, neben mir sind die ganze Zeit sehr, sehr scharfe Messer, Julian. Optisch ist es jetzt nicht so eine Augenweide, dass ich sage, ich will da gleich reinbeißen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das in den nächsten anderthalb Stunden verändern wird. Würzen auch noch ein bisschen? Wollen wir noch, ja. Ich weiß halt nicht, wie salzig, aber wir machen nur so eine leichte Schicht, ja? Genau. Wir gucken mal. Ja, wir werden jetzt nicht viel drauf machen, weil, wie Hannes gerade schon sagt, der Salzgehalt wird wahrscheinlich hoch sein. Richtig. Das ist übrigens Magic Smoke, Julian. Vertrieblich hatte ich jetzt auf dich gewartet. Ach so, ja. Aber ich nehme es dir mal vorweg. Es ist Magic Smoke, unser eigenes Gewürz. Auch das findet man bei uns im Shop. Man kennt es einfach, Hannes. Das ist, noch so. Das ist die Grundvoraussetzung. Mehr würde ich nicht ranmachen. Ich habe Angst, dass wir nachher einen Salzschock kriegen. Ja, wir wollen auch den Geschmack vom Fleisch ja nicht großartig übertünchen. Von daher machen wir mal so. Gucken mal, wie es aussieht. Gut, so. Jetzt geht's weiter am Grill. Ui. Den hat Hannes freundlicherweise schon eingerichtet. Richtig. Und ich mache das mal so, ich stelle das hier auf diese tolle Schale drauf. Weil das ist nämlich ganz praktisch. Wenn jetzt irgendwas runtertropft, dann tropft es nicht direkt in den Grill rein. Und ich glaube, so sollte das ganz gut funktionieren. Im Übrigen gerade bei so einem Kamado-Grill sehr, sehr spannend. Denn man hat hier immer eine Thematik. Wir nutzen ja komplett indirekt. Das heißt, wir haben hier unten, hier ist irgendwo die Kohle und darüber haben wir zwei Deflektorsteine. Durch die Deflektorsteine, das Hitzeschild, haben wir komplett eine Umluft wie in einem Backofen. Wenn wir jetzt aber den Braten ohne Schale oben auf den Rost legen, dann tropft immer das Fett auf den Deflektorstein, der sehr heiß ist. Mhm. Und das Fett verdampft und verbrennt und dann
entsteht immer so ein leichter Gestank. Deswegen ist es cool, wenn man irgendwas hat, wo das Fett rein kann. Und hier haben wir es direkt. Genau. Oder alternativ, man legt quasi eine Schale auf den Deflektor. Genau, mit Wasser drin oder so. Mit Sand oder Wasser, genau. Ja. Guck mal. Noch ein Vorteil. Wir haben jetzt etwas mehr Höhe gewonnen. Das ist gerade später, wenn die Schwarte aufploppen soll, ganz nett, weil nämlich die Hitze ja nach oben steigt. Und hier oben ist noch ein ganz Ticken mehr heiß. Genau. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass die Schwarte richtig schön ploppen wird. Wie lange wird es dauern, was schätzt du? Stunde, anderthalb. Wir haben 180 Grad jetzt eingestellt. Umluft, wie gesagt. Ich denke, wir werden, also indirekte Hitze, wir werden nachher noch mal höher gehen. Kerntemperatur im Fleisch machen wir so wahrscheinlich etwas über 60. 70 so? 70 hoch? Hm, 70. Wir einigen uns auf 70 Grad im Fleisch. Kernfleisch-Temperatur-Ding. Kernfleisch, genau. Die Kernfleisch-Temperatur 70 Grad. Bis gleich. Das ist schon krass. Diese Kruste ist, glaube ich, optisch und auch geschmacklich, ich habe es doch schon probiert, glaube ich, ist es die beste Kruste, die wir je gemacht haben. Also Pökeln ist, was Kruste angeht, auf jeden Fall Level Up. Ja, ich kann auch noch mal eine Sache sagen. Junge! Und das sage ich so gerne, weil ich glaube, dass ich euch damit ärgern kann. Wenn man jetzt vorm PC, vorm Handy irgendwo sitzt und sagt, ich gucke mir das gerade an, dann muss man doch Hunger kriegen, oder? Das geht nicht. Und anders. Das Geile ist, bei uns ist die Kantine so aufgebaut, dass wir es für euch probieren. So ist die Kantine auch. Das ist Teil unseres Kantinenkonzepts. Richtig. Die Köche essen ihr Essen selber und sagen den Zuschauern und den Leuten, die in die Kantine gehen, wie gut es war. Und das jetzt ist unser Konzept. Gucken wir mal, ob ich das damit auch hinkriege. Guck mal bitte auch hier rein, was da unten drin an Flüssigkeit ist. Es ist auch nichts verbrannt oder so. Der Grill hat nicht irgendwie nach Fett gestunken, wie man das kennt, wenn es auf dem Deflektor drauf. Die Schale war ideal. Und wir haben hier drin ganz, ganz viel Fett. Und man könnte jetzt sicherlich mit dem Sud da unten, wenn man da noch auch Gemüse vielleicht hätte reingemacht, sicherlich auch eine tolle Soße machen. Die Schale ist auf jeden Fall super, super praktisch. Ich sag mal so, ab 2000 Daumen verlinke ich sie euch unten, wenn ihr Bescheid wisst. Oh, das ist aber unfair. Weil sonst kommen mir die Fragen, wo gibt's die eigentlich? Junge, diese Schwarte sieht so gut aus, ist unglaublich. Und jetzt kommt Folgendes. Sag mal. Ja, hier, komm. Nimm, gönn dir. Nee, jetzt kommt Folgendes. Ich will noch was sagen. Normalerweise empfehle ich euch, ein Brotmesser zu nehmen und damit anzuschneiden. Da wir aber vorher ein Muster reingeschnitten haben, kann ich jetzt auch ein normales Messer nehmen. Ich warte, ist unglaublich gut. Das ist wirklich unfassbar. Die, nee, schmeckt nicht. Die ist nicht zu salzig, nicht zu wenig, die ist perfekt. So, okay, schneid es mittig rein, okay? Ja, spannendster Moment. Wir haben hart auf diesen Moment hingefiebert und am Anfang natürlich auch hart geteasert und Cliffhanger gesetzt. Jetzt werden wir sehen, haben wir erstes Mal Pökeln bestanden oder nicht? Ist es durchgängig rosa oder... Haben wir nur fleckchenweise die Pökelfärbung. Egal wie, ich glaube, es wird lecker. Haben wir angespritzt. Perfekt. Alter, ich höre schon, wie saftig der ist. Okay. Als hätten wir noch nie was anderes gemacht. Alter, sieht das gut aus. Ey, Leute, guckt euch das bitte an. Ey, das ist ja perfekt. Sieht das gut aus? Perfekt gepökelt auch, oder? Wenn ich es doof? Ist perfekt. Ich, ja. Oder? Gibt's ja, was? Ich meine, hier unten ist es ein bisschen rosaner als hier, aber ich glaube, das liegt eher am Fleisch und nicht daran, dass es hier weniger gepökelt ist. Vielleicht kann man den Bereich noch ankreiden, könnte man, aber ich glaube, er zieht gerade nach. Also es kann auch sein, dass die Farbe gleich reinkommt. Ich glaube schon, dass das durchgängig gepökelt ist. Und das Geile ist daran, da ist ja auch Phosphat mit drin. Ne? Das heißt, er hält jetzt auch die Saftigkeit relativ gut, wie man sieht. Auf dem Brett ist noch nicht ganz so viel los. Wie so eine Bratwurst. Und wenn ich jetzt nochmal anschneide und man probiert. Alter, sieht das gut aus. Hörst du das Geräusch? Ja, man hört das ja schon. Man hört schon, wie saftig das Ding ist. Oh, 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 oh. Und glaube, der ist auch butterzart. Ich mache einmal die Schublade auf, Julian. Mhm. Und gucke mal, ob wir hier noch... Ja, guck mal, perfekt. Wir haben perfekt zwei Gabeln. Ich habe noch eine in der Hand. Ach so, du hast ja eine in der Hand. Dann nehme ich den Göffel. Du bist ja ganz aufgeregt, Junge. Komplett. So. Ich werde jetzt dieses Fleisch hier probieren. Freunde, wie gesagt, ich hätte jetzt Hunger, wenn ich das sehen würde. Ich hoffe, ihr auch. Mmh. Okay, ich trau mich. Das ist wie bei den Ratten, ne? Der eine probiert und wenn der andere nicht umfällt, dann kann man es essen. Alter, ist das gut. Das ist durchgängig gepökelt übrigens. Man hat hier ja den Geschmack. Ja. Nee, ist nicht zu salzig. Gar nicht zu salzig, ist gepökelt. Wie man so einen Kassel auch kennt. Komplett Feierabend. Ich wüsste jetzt gerade keinen Grund, warum ich einen Kruststreifen anders machen sollte. Nee. Ich wüsste gerade den Grund nicht. Wüsste ich auch nicht mehr. Also selber pökeln ist super einfach. Hammer. Geht zum Metzger, bestellt euch die entsprechende Menge Pökelsalz gemischt mit das geil. Phosphat. Ey, meine Kruste.
Mega. Alter, ist das gut. Ich lege mich fest, dass es wirklich ganz weit oben in unsere Krustenbraten angeht. Macht's von gerne der Saftigkeit her, vom Geschmack überragend. Das bisschen Gewürz hat auch ausgereicht. Fantastisch. Mehr Habt rein. Das nach, es lohnt sich, wirklich. Wir hoffen, wir kriegen für euch einen Daumen nach oben für dieses schöne Video. Ich hoffe, ich sehe demnächst irgendwo Leute, die Bilder posten und sagen, ich habe auch selbst gepökelt und uns darauf verlinken, damit wir es dann uns mal angucken können, was ihr dazu sagt. Ne? Bis denn. Haut rein. Boah, ist das lecker, Alter. Das ist unglaublich. Und das... Kannst du knacken? Das ist wirklich noch nicht normal. Das ist perfekt.